Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde hier von unserem Trader Floor in Frankfurt. Sell in May and go away, but don't forget to come back in September. Und das werden wir sehen, ob die Amerikaner das heute hinbekommen, ob sie im September wieder zurückkommen oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, lieber nicht. Auf jeden Fall hat der September heute erst richtig angefangen, handelstechnisch. Das hat der DAX auch schon mal ganz gut im Griff gehabt. Zumindest ist er mal bis zur 12,9 hochgelaufen, dann wieder runter. Angefangen hat er bei 12,67. Also es ist diese übliche Achterbahnfahrt, die wir schon seit ein paar Wochen eigentlich beim DAX kennen. Und entsprechend werden wir natürlich auch gespannt sein, was die Amerikaner heute Nachmittag machen. Der September ist im Übrigen kein so schlechter Börsenmonat, wie er gemacht wird. In den letzten 15 Jahren war er eigentlich besser als der eigentlich überdurchschnittlich schwächere August, auch wenn die Statistiken sagen, dass der September über einen ganz langjährigen Durchschnitt über 2% verliert und der schlechteste Börsenmonat überhaupt ist. Diese Statistik ist eigentlich nicht mehr ganz richtig, wenn man sie auf die letzten 10, 15 Jahre bezieht. Was haben wir heute für Themen? Wir werden uns im Teamchat des Tages mit VW Porsche, mit dieser Geschichte des Börsengangs beschäftigen. Da gibt es nämlich einige spannende Dinge zu erzählen und die haben auch Auswirkungen auf die Kurse, zumindest von einem von den beiden Unternehmen und könnten natürlich lohnenswert sein, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Und wir haben natürlich heute auch den Apple Day, der dürfte letztendlich mit der Vorstellung des iPhone 14 vielleicht für ein bisschen positive Stimmung an den Börsen sorgen, zumindest im Vorfeld des Ganzen. Also das wird auch spannend. Nachmittags kommen dann noch die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA von verschiedenen Anbietern, und zwar im Dienstleistungssektor. Und da wird sich dann zeigen, ob das Ganze, was wir in den vergangenen Tagen schon in dem Bereich gesehen haben, auch nochmal bestätigt wird. Gehen wir mal in die Charts, schauen rein. DAX 40 heute, ich habe es ja gerade gesagt, hatte schon mal hier über dieser Abwärtstrendlinie, die wir seit Mitte August sehen, mal drüber gelugt. Da waren wir bei 12.900 Punkten knapp. Jetzt sind wir wieder drunter unter dieser Abwärtstrendlinie, was aber natürlich noch keine Entscheidung endgültig ist auf Tagesebene. Das heißt also, wir haben immer noch die Chance, diesen kurzfristigen Abwärtstrend zu brechen. Und würde es so kommen, dann hätten wir wieder diese obere Trendlinie hier, diesen Widerstand im Blick, nämlich um die 13.000 bis 13.100 Punkte. Käme es nicht so, also würde wieder Schwäche in den Markt kommen in den kommenden Tagen oder allerspätestens dann am Donnerstag mit der EZB vielleicht, dann würden wir natürlich auf die Tiefpunkte des Jahres blicken, die so zwischen 12.300 und 12.450 Punkte liegen. Das ist dann also diese Zone. Ja, ich habe schon gesagt, VW ist Teamtrade des Tages, weil VW als einer der Profiteure des Börsengangs gilt und vor allem deren Aktionäre, denn Volkswagen hat natürlich vor, mit dem Börsengang Ende September, Anfang Oktober eine Sonderausschüttung zu machen. Das heißt also, auch die Aktionäre sollen etwas davon haben, wenn die Porsche AG an die Börse geht. Genaueres will ich natürlich dann heute Nachmittag in der Sendung erzählen, was da zu erwarten ist. Kurstechnisch haben wir heute schon mal so einen kleinen Schlenker nach oben Richtung 148 Euro gemacht. Wir sind immer noch bei 146 Euro. So von der ganzen Struktur her, wenn man sich das mal anschaut, sind wir mindestens mal auf dem Weg, zumindest aus unserer Sicht hier, in den Bereich von 151 Euro. Aber das könnte natürlich noch mehr werden. Ich habe hier weitere Zonen angemarkert, nämlich die von 161 und die um 174. Was genau wir da im Blick haben werden, das werden wir natürlich heute Nachmittag in der Sendung besprechen. Soweit für die Charts mal. Wir haben uns da natürlich auch schon ein Produkt rausgesucht mit der Kennnummer MD66DL. Das ist ein Turbolong auf VW, ein Zertifikat mit einem Hebel von 7,1, also natürlich wie immer etwas sportlicher, Knockout-Schwelle 124,78. Und dieses Zertifikat werden wir natürlich zunächst einmal auf unsere Watchlist setzen und heute Nachmittag dann genau erzählen, wie, wann, wo, was wir planen, mit diesem Zertifikat zu machen, wann wir da reingehen wollen, etc. Seid also dabei heute Nachmittag, registriert euch unter heavytraders.live. Wir freuen uns auf euch heute Nachmittag um 14:15 Uhr im Teamtrade des Tages. Bis dann.